Beim diesjährigen Bogelsen-Treff war wieder mächtig was los. Tausende Besucher aus der Region strömten in die Innenstadt, um den verkaufsoffenen Sonntag ausgiebig zu nutzen. Die sommerlichen Temperaturen machten ein entspanntes Shoppen möglich und der Einzelhandel lockte mit dem einen oder anderen Angebot. Niederländische Straßenmusikanten sorgten derweil für den passenden Ton. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Ob Eis, Kaffee oder doch lieber eine Currywurst, für jedes Gemüt war etwas dabei. Voll auf ihre Kosten kamen auch die kleinen Gäste. Ob Bullriding oder Go-Kart fahren, zahlreiche Attraktionen in der Innenstadt ließen keine Langeweile aufkommen. Vor dem historischen Rathaus konnten 800 Einkaufsgutscheine im Wert von über 7.000 Euro gewonnen werden und so gingen die Lose weg wie warme Semmeln.